Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel und es ist Sonntag, der 31. März. Wir haben rund 18 Uhr. Ich komme zurück vom Börsentag München. Das war super, muss ich ehrlich sagen. Es hat ganz viel Spaß gemacht, ganz viele Leute da. Mache ich auch irgendwann mal auf YouTube so einen kleinen Film zu. Schöne Vorträge. Also wirklich ein sehr, sehr gelungener Börsentag. Da habe ich mich lange drauf gefreut. Das war auch viel Arbeit, das zu organisieren. Aber es war gut. Jetzt bin ich hier. Meine Füße sind platt. Bin auch ziemlich müde, aber den Film will ich machen. Und vor euch liegt der DAX. Und das ist eine Situation, sowas mag ich eigentlich gar nicht, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe hier nicht genügend Signale, um das Ding für die nächsten, sagen wir mal, 100 Punkte nach oben oder nach unten sehen zu können. Fangen wir an mit den Bändern. Beide jetzt wieder waagrecht. Nicht besonders breit, nicht besonders eng, völlig ohne Signal. Wir sind unterhalb der 200-Tage-Linie, das ist diese graue hier. Wir haben das nur geküsst, hatte ich das letzte Woche geschrieben, und sind dann runter, einmal quer durchs Band. Das war der Film von letzter Woche. Und wir haben jetzt nichts anderes gemacht, als wir haben auf diesem Downtrend, guck mal hier, von wo der kommt, da, hier vom Juni letzten Jahres, da haben wir jetzt von oben aufgesetzt. Das ist erstmal gut, das ist eine anständige Unterstützung, keine Frage. Aber wir sind dann nur bis zu der Verbindung aus 10 und 20 Tagen Linie hoch bis so 11.512. Mehr ist es nicht. Ja? Das heißt, wir liegen vom Chart her völlig neutral an den kurzen gleitenden Durchschnitten und genau in der Mitte der Bollinger Bänder. Also von hier oben habe ich erstmal nichts. Die kurze Technik über das MACD ist okay, ja, stabilisierend, genauso wie der Oszillator. Von daher, hier hat da unten einen kleinen Vorteil. Ich tue mich schwer, das hier zu sagen. Das kann jetzt hier wirklich an der 20-Tage-Linie schon wieder gewesen sein. Kann auch ein bisschen drüber gehen. Ich denke im Großen und Ganzen, wir werden innerhalb der Bänder bleiben. Und das sage ich euch genau, wo diese Punkte sind. Das obere Band liegt momentan bei 11.757 und das untere liegt bei 11.328. Vom Chart her habe ich dieses Zwischenhoch als Widerstand, 11.825. Und hier unten, das war dann der Montag letzte Woche, bei 11.305, hier so 11.300. Das sind die beiden Chartpunkte. Ich sehe hier momentan keinen echten Handlungsbedarf, muss ich ehrlich sagen. Das ist, das soll ein bisschen deutlicher werden. Ne? Das ist eine 50-50 Chance hier. Ich nenne euch trotzdem ein paar Scheine für den Fall, dass jetzt doch vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwelche Signale kommen. Einmal hier die Hardcore-Variante über die Calls für die Hardcore-Trader. Da habe ich jetzt diesen hier ausgesucht. Das ist ein 11.150er. Da liegen wir unterhalb von dem 38,2er Retracement, unterhalb von diesem Trend, ziemlich genau hier. Da. Und das ist ein unlimitierter Schein, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Basis 11.150. Und er hat die Kennnummer GA2LDB. Der hat einen Hebel von, was sind das jetzt hier, 30. Ja, das kann eine ganz heiße Kiste werden, wenn wir wirklich das nochmal hier drüber schaffen sollten. Im Moment fehlt mir da so ein bisschen der Glaube dran. Mal gucken, was die Brexit-Brüder machen in den nächsten Tagen, was da mal wieder rauskommt, ja, ob da überhaupt mal was rauskommt, machen wir es mal so. Dann, eigentlich müsste ein Schein, wenn man ihn aussucht, müsste hier unter diesem Zwischenklo liegen, unter der 11.000. Also nehme ich mal den Hebel hier runter. 11.000, da sind wir so bei 20 ungefähr. Ja, hier sowas, 10.970, ziemlich genau 20. Das wäre auch ein Open-End-Schein, der ist auch von Goldman Sachs und das ist die GA25QC. GA25QC, der liegt hier drunter. Das ist die konservativere Variante mit dem kleineren Hebel. Jetzt schauen wir mal nach Puts. Den Put muss ich hier über das letzte Zwischenhigh legen, also über 11.830. Da wäre ich also bereit, 11.000, da muss ich also einen größeren Hebel nehmen. Hier, der passt doch schon. 11.837,02. Das ist fast ein 40er Hebel, ebenfalls von Goldman und das ist die Kennnummer GM6ZRD. GM6ZRD, der liegt also hier etwas drüber. Im Moment kommt beides bei mir nur auf die Watchlist. Ich muss sagen, mir ist das zu signallos. Gucken, ob das Montag, Dienstag oder Mittwoch ein bisschen mehr bringt, aber hier im Moment habe ich kein sinnvolles Signal, was mich zu irgendwas verleitet. Da muss ich auch einfach mal die Geduld haben, mal nichts zu machen. Ich wünsche euch trotzdem ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.